Herzlich willkommen. Mein Name ist Sabine Tietke und ich freue mich sehr, Ihnen das Hospiz Lebensweg vorzustellen. Aufgrund der Corona-Pandemie hatten wir leider keine Möglichkeit, eine offizielle Eröffnung zu veranstalten. Trotzdem möchten wir Ihnen gerne einen ersten Eindruck vermitteln, noch bevor der erste Gast das Hospiz betritt. Durch den Haupteingang und den Windfang kommen wir in das Foyer. Hier wird Sie einer unserer freundlichen Haupt- oder ehrenamtlichen Mitarbeiter begrüßen. Jeder wird hier, getreu unserem Leitspruch, alle unter einem Himmel, egal welchen Alters, welcher Religion oder Herkunft, willkommen geheißen. Dies ist unser Raum der Stille. Hier gibt es die Möglichkeit, Trauerangebote stattfinden zu lassen. Wir haben auch die Möglichkeit, den Raum zu bestuhlen und hier kleine Veranstaltungen, wie zum Beispiel einen Gottesdienst oder eine kleine Lesung, durchzuführen. Unser Ziel ist es, ein Sterben in Würde zu ermöglichen. Dazu haben wir 2013 den Förderverein Lebensweg gegründet. Seitdem war es unser Anliegen, ein stationäres Hospiz in Bad Oldesloe zu eröffnen. Dank der großen ideellen und finanziellen Unterstützung so vieler Menschen können wir den ersten Gast am 4. Mai 2020 begrüßen. Nun freue ich mich ganz besonders, Ihnen das Herzstück unseres Hospizes zu zeigen. Das ist die Dorfmitte. Wir haben viele kleine Oasen geschaffen, in denen sich die Menschen zusammenfinden und miteinander Zeit verbringen können. Es ist ein Ort für den Austausch zwischen Mitarbeitern, Angehörigen und Gästen. Ein Teil der Dorfmitte ist die Gemeinschaftsküche. Von hier aus wird jeden Tag der Duft eines frisch gebackenen Kuchens durch das Hospiz ziehen. Außerdem lassen sich die Türen schließen und so können die Gäste mit ihren Angehörigen kleine private Feiern ausrichten. Ja, herzlich willkommen. Sie befinden sich hier in einem unserer Gästezimmer und jedes Gastzimmer ist einem Baumnamen zugeordnet und dieses Zimmer trägt den Namen die Linde. Die Gästezimmer sind so gestaltet, dass sie lichtdurchflutet und hübsch eingerichtet sind. An der Decke wacht die Blume des Lebens. Es gibt die Möglichkeit für Angehörige, direkt im Zimmer zu übernachten. Jeder Gast hat auch seine eigene Terrasse, die schwellenlos zugänglich ist. Zusätzlich dazu haben wir noch eine Gemeinschaftsterrasse, auf der ebenfalls Treffen stattfinden können. Es ist wunderschön, hier die Sonne zu genießen und in einem der Strandkörbe zu sitzen. Durch den Flur kommen wir in unser Wellnessbad, welches auch von Angehörigen genutzt werden kann. Wir haben hier eine Wanne, in die auch Gäste, die nicht mehr mobil sind, mit Hilfe eines Lifters hineingehoben werden können. Unser Frisierstuhl lädt zu einem Haarschnitt oder einer Kopfmassage ein. Ein weiteres Highlight unseres Hospizes ist, dass wir hier selbst kochen werden. Wir haben eine große Küche und gut ausgebildete Mitarbeiter für die Verpflegung unserer Gäste. Gemüse und Obst von regionalen Firmen werden hier zu frischen Speisen verarbeitet. Selbstverständlich erfüllen wir auch Ihre Wünsche. Hier aus dem Dienstzimmer heraus wird unser hochmotiviertes und qualifiziertes Pflegepersonal agieren. Das Team setzt sich ausschließlich aus examinierten Pflegefachkräften zusammen, welche zum größten Teil mit der palliativen Versorgung vertraut sind. Hier werden die Medikamente gestellt, Abläufe dokumentiert und geplant. Und direkt an das Dienstzimmer schließt sich der Pausenaufenthaltsraum mit einer schönen Terrasse an. Hier kann neue Kraft geschöpft werden, um den Arbeitsalltag zu gestalten. Gehen wir weiter in unser Aufnahmezimmer. Hier werden die Aufnahmegespräche geführt und es können Beratungen für Gäste und Angehörige stattfinden. Es wird ein Raum der Ruhe sein. Mit dem Fahrstuhl kommen wir nun in den ersten Stock. Hier befinden sich zwei Apartments, die dazu genutzt werden können, Angehörige oder Dozenten eine Zeit lang unterzubringen. Im ersten Stock befindet sich auch der Schulungsraum.
Dieser Raum wird für die Fortbildung unserer Mitarbeiter genutzt und es besteht auch die Möglichkeit, Workshops wie zum Beispiel Familien-Yoga anzubieten. Hier werden sich auch Außenstehende fortbilden können, um sich mit dem Hospizgedanken und mit dem Gedanken der palliativen Versorgung vertraut zu machen. Herzlichen Dank, dass ich Ihnen das Hospiz Lebensweg zeigen durfte. Wir freuen uns sehr darüber, dass der Kreis Stormarn jetzt ein stationäres Hospiz hat und damit eine große Versorgungslücke geschlossen wird. Sie sind herzlich eingeladen, mit uns in Kontakt zu treten. Auch weiterhin sind wir auf Ihre Unterstützung sowie ein großes bürgerschaftliches Engagement angewiesen. Neben den Geldern der Krankenkasse finanziert sich das Hospiz größtenteils spendenbasiert. Wir freuen uns darauf, Sie zu beraten und Sie über unsere Angebote zu informieren. Ihr Hospiz Lebensweg.